So, ein Spiel im Trend. Weiter geht's mit Let's Play Brick Force mit der Porky. Irgendwas, die Schweinchen-Neujahrswaffe. Und ich habe mir gedacht, wir nehmen mal wieder Defense. Das ist der Spielmodus, der erst mit einem Update hinzukam, aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie in Vergessenheit geraten ist. Deshalb habe ich mir gedacht, machen wir den nochmal. Defense ist der Modus, da kommen irgendwelche Bienen und die fliegen dann herum und die muss man abschießen. Und wenn es die Bienen zur Basis von den anderen praktisch schaffen oder in ihr Portal irgendwie, wird man, ja, bekommt man einen Punkt abgezogen. Hier 30 Punkte bei Rot und 30 bei Blau. Und man muss die anderen abknallen, aber irgendwie bin da, bin da, bin da, bin da, es sind alle da, la 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 la, es sind alle da, aber irgendwie geht's nicht los. Das Blöde ist, ich weiß nicht, wenn ich jetzt jemanden kicke, ob dann andere nachjoinen können. Okay, Glumanda ist da, Johnny ist da, Mentor ist da, Voldol ist da, dann muss es hier jemand sein. Ja, der Boss war's. So, jetzt ist es 3 gegen 3. Ich hoffe, es können Leute nachjoinen, dass es wieder 4 gegen 4 ist. So, Countdown. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bam, 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 bam. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo diese Viecher auftauchen. Alles, was ich weiß, ist, dass die Schweinchenwaffe extrem präzise auf dem ersten Schuss ist, aber wenn man länger drauf drückt, hat ihn einen Rückstoß, als gäbe es kein Morgen. Das ist wirklich nicht von nicht von schlechten Eltern. Okay, also die erste. Da fliegt schon was. Ah, das ist die Rote. Das ist die Rote, die gehört zu uns. Wir sind die Roten, ja. Irgendwo müssen die Blauen sein und die müssen wir abknallen. Oh, das wird interessant. Ich sehe so wenig Defense-Räume. Habe ich mir gedacht. Komm, das. Komm. Du bist doch hier. Stirb doch. Habe ich mir gedacht, das müssen wir wieder aufleben lassen. Also es bringt hier im Prinzip gar nichts, wenn ich die anderen Leute abknall. Ich, keine Ahnung, wieso ich die ganze... Oh, das war diese komische Granate. Komm, er ballert sie schon wieder. Weg. Also keine Ahnung, wieso ich hier die anderen umknalle. Oh doch, es bringt... Nein, die Punkte sind... Oh, die killen anscheinend hier schon fleißig die gegnerischen Viecher. Also so, wie sich's gehört im Tief. Wieso sind da nur die Roten? Oder Moment, ich hab selber schon so lange nicht mehr gespielt, dass ich nicht mal mehr die Regeln von... Da oben ist einer! Zum Glück ist diese Waffe wirklich so präzise. Aber man darf dann immer nur einmal auf die Maustaste klicken. Weil wenn ich drauf bleibe, ist der Rückstoß zu krassomat. Okay, da suche ich mir ein anderes Fenster. Also eigentlich müsste es auch für die anderen, glaube ich, hier so Viecher zum Zerschießen geben. Nur wo ist die Frage? The Frogger ist nur wo? Ah, hier sehe ich was. Habe ich das jetzt erschossen? Ich glaube, das war eins von den anderen. Okay, das heißt, Feind gesichtet. Hier kommen sie raus. Aha, okay. Okay, doki. Okay, ich befürchte jetzt fast, dass mich irgendjemand entdeckt hat. Ich habe ja ein paar Leute von da oben weggekillt. Und mich jetzt heimsuchen wird. Deshalb... Was zum Henker, das ging jetzt schnell. Ja, ich habe es mir schon fast gedacht, dass da jetzt jemand kommen wird. Ui, im Defense-Modus ist der Respawn ja so krass. Da dauert es ja so lange, bis man da wieder auf den Beinen steht. So, Dala, wo sind die jetzt? Das sind die anderen Viecher, die brauchen wir aber nicht. Oh, der Weihnachtsmann kommt. Der Weihnachtsmann in der Weihnachtsbäckerei. Dam, dam. Oh, da schießt jemand. Eine Granate, zwei Granaten, drei Granaten. Oh, ein Boss für Team Rot ist aufgetaucht. Wir sind Team Rot. Wo ist der Boss? Da ist der Boss. Oh, für Team Rot. Das heißt, die müssen den ja um... Oh, für Team Blau auch. Hier ist der Boss. Weg. Oh, der war leicht. Das war ja nicht mal ein Epic-Boss. Und wo ist der Loot? Wo ist der Loot? Wo ist die Beute? Bekommt man auch Score, wenn man die Bienen umknallt? Ich hab wirklich... Ich hab vielleicht... Wow, insgesamt... Wow, mein Gott. Den trifft man und da geht nichts von seinem Leben weg. Ich hab irgendwie... noch wirklich dreimal vielleicht wirklich eine ganze Runde Defense gespielt, einfach weil die Runden auch so lange dauern und ich da eher immer schnelle, kurze Runden suche und 4 gegen 4 kann man eben nur und wenn jemand rausgeht, ja, kann der leider nicht mehr nachjoinen.
Und ich möchte eher immer mit vielen Leuten auch spielen. 29 zu 29, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Wir knallen da doch hier. Der Glumanda und Battlebird stehen auch die ganze Zeit da und knallen die Blauen immer sofort weg. 31 zu 31. Boah, das ist aber eine knallharte Partie. Also Kopf an Kopf rennen pur. Da müsste man wissen... Oh, oh, da kommt gleich eine Granate geflogen. So wie mein fettes Schweinchen. Die knall ich weg, meine liebe Biene. Müsste man wirklich wissen, wo die hinfliegen? Wo sind denn die Roten? Die anderen dürfen die Bienen nicht umklatschen. Oh, da steht er! Killt dann die Bienen weg. Geh weg mit deinen Granaten. Boah. Also das Schweinchen ist wirklich sehr unpräzise, muss ich leider sagen. Eben nur präzise, wenn man einmal schießt. Man sieht es ja am Fadenkreuz. Das ist... Dünner geht das Fadenkreuz ja gar nicht. Also es ist extrem präzise beim ersten Schuss. Und dann muss man eben sofort wieder klicken. Nein, ich wollte doch klicken. Du bist voll doll, mein Lieber. 37 zu 37. Ich verstehe das nicht so ganz. Wieso haben wir gleich viele Punkte? Beziehungsweise eher gleich... Wow, oh, der gehört ja gar nicht zu uns. Ich dachte, du gehörst zu uns. Jetzt haben wir gleich viele Punkte. Das leuchtet dem Schilling nicht so ganz ein. Ist er noch immer da oder ist er schon tot? Oh, jetzt ist er tot. Aber ich... Das war nicht meine Granate. Ah, der ist so lange im Spiel, weil man ja so lange braucht zum Respawnen. Von wo denn schon wieder? Mann! Aber die Map ist gut für diesen Modus, muss ich sagen. Weil man sich da wirklich an sehr vielen Stellen... Ah, der ist schon tot. Hoppala. An sehr vielen Stellen zurückziehen kann. Auch in den ganzen Häusern. Das ist ja viel zu krass eigentlich. Drei Leute, die würde man ja da gar nicht finden. Oh, jetzt führen wir mal. 43 zu 41. Nein! Ballert der mir schon wieder da einen weg. Jetzt wieder 43 zu 43. Aber das hat hier nichts mit den normalen Kills zu tun. Sondern... Ah, Glumanda hat einen Score von 7151. Das heißt, man bekommt auch Punkte für das Bienenzerschießen. Wäre aber dann jetzt interessant am Ende noch zu wissen, jetzt wo ich auch schon ein bisschen erfahrener mit den Punkten und so bin, wie viel Erfahrungspunkte und so man dann im Defense-Modus bekommt, ob es sich lohnt, den zu spielen, weil eine Runde doch eher... Ah, stelle ich nicht genau davor. Weil eine Runde doch eher ziemlich langwierig ist, Granate. Noch eine. Und noch eine, aber diesmal kriegst du mich nicht. Sodala. Oh, blaue, 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 blaue. Ah, ich knall viel zu wenig auf diese Bienen drauf. Deshalb. Ah, haha. Ist aber schon gemein hier. Wenn man sich hier den Score pushen kann. Da muss man ja Highscores schaffen. Ah, ich kann mich erinnern. Oh, Exitwert 5. Der nächste Boss. Aber der ist nicht für uns. Ich kann mich erinnern, irgendwie der Highscore war 100.000 oder so. Wo ich das beim ersten Mal gespielt habe. Weil auch... Da ist doch einer. Dreh dich um. Weil da am Anfang auch die Leute rausgegangen sind. Und es war dann 2 gegen 2 oder irgend sowas um den Dreh. 53, 51. Ich hoffe, sie schaffen den Boss nicht. Jetzt müssen wir sie irgendwie davon aufhalten. Aber weil diese Karte so groß ist. So, jetzt, Boss, ich will Punkte. Score, score, score. Gib mir Score. So, da, la. Ja, diese Bosse, die geben einen krassen Score. Würde mich interessieren, wie viele Lebenspunkte die haben. Weil ein HP abziehen ist gleich ein Score. Und der Score hat dann auch was damit zu tun, wie viele Brickpunkte und... Erfahrungspunkte man am Ende erhält. Da, die fliegen dann um die Ecke und die knallen die einfach weg. Was ich aber nicht verstehe, wieso es nur 4 gegen 4 geht bei diesem Modus. Da wäre... Oh, von der Seite, jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich mit der Schweinchenwaffe. Also die Schweinchenwaffe ist auch Medium. Läuft doch bemerklich langsamer, als wenn ich jetzt auf die Piranha wechsle. Normal jetzt mit den leichten Waffen, Spider, Locust, wechsle ich eigentlich nie rüber, nur zum Laufen. Das habe ich am Anfang immer gemacht, wo die Waffen noch ziemlich langsam waren, die Hauptwaffen. Aber mit der Schweinchenwaffe wird es sich auch lohnen, da ab und zu auf die Secondary für größere Strecken zu wechseln. Also und das, obwohl sie nur unter Anführungszeichen Medium ist. Aber im Endeffekt doch ein so... Ha, nein! Nein! Boah, Schockmoment. Doch ein solides Sturmgewehr. Jetzt haben sie ihren ersten Minuspunkt. Es steht 30 zu 29. Oh, jetzt muss ich da runter schnell. 30 zu 29. Na, haben wir ein Glück. Na, haben wir ein Glück. Das sieht doch schon mal
gut aus für uns. Das zerstörte Tokio. Geht's hier auf der anderen Seite wieder rauf? Oh, das scheint mir die U-Bahn nicht zu sein. Ich weiß nicht. Jetzt müsste ich eigentlich bei uns wieder raufkommen. Ich hoffe. Ah, hier habe ich dich von hinten. Weihnachtsmann. Weihnachtsmann 12. Boah, ich drück viel zu schnell drauf. Die Waffe verzieht, als gäbe es keinen Morgen. Das kann man nur machen, wenn man näher steht, so wie jetzt, weil dann treffe ich sowieso immer auf den Kopf. Auch wenn man im Dauerfeuer drauf bleibt. Also es ist wirklich hier so, treffe ich ganz genau. Aber wenn ich dann drauf bleibe, bam. Boah, da klar, ich will da was herzeigen im Video und du knallst mich da ganz problemlos weg. Ich glaube, dir geht's nicht mehr. Boah, ich dachte, da kann man runter. Da kann man ja gar nicht runter. So, Rauch, Rauch, Rauch. 2, 1, Risiko. Ghostbusters! Boah, jetzt hast du mich aber lang gesucht hier. Hui. So, wow, mein Score wird. Wow, 5000! Glumanda rockt hier alles weg. Weil er die ganze Zeit hinten steht und die Bienen da wegkillt. Das ist eine gute Taktik. Einer kümmert sich um die Leute, beziehungsweise zwei. Und der andere ballert die Gegner weg. Und holt sich einen göttlichen Score einfach nur. Also da bin ich jetzt echt schon auf die Punkte dann gespannt. Irgendwie habe ich komplett auf diesen Modus vergessen. Na, schauen wir mal. Die Waffe, was ich sagen kann. Ich weiß nicht. Diese Flügel. Das ist, allein, wenn ich jetzt im Dauerfeuer drauf bleibe, was geht ab mit dir? Welche Drogen hast du genommen, Schweinchen? Das ist abnormal. Was ich die mal einfallen lassen, genauso wie mit diesem Halloween-Kürbis da. Bei der Halloween-Waffe habe ich schon gedacht, was zum Henker, in welchem Game gibt es solche Waffen? Oh, was war das? Was war das jetzt? Ah, Granate. Dann die Weihnachtswaffe, also die setzen immer noch einen drauf. Ich weiß nicht, nervig ist es jetzt nicht irgendwie, aber es verdeckt schon ein bisschen viel vom Bildschirm, muss ich sagen. Aber ansonsten, man läuft ein bisschen langsamer als mit leichten Waffen. Aber das Magazin ist einfach krass. Da könnte man sich... Boah, da oben bist du. Das ist ja ziemlich gut von dir. Ich sollte mich auch da irgendwo hin schanzen. Da könnte man wirklich, wenn man häufiger stirbt und dann dadurch... Hey, da war doch dieser Weihnachtsmann Mentor 12. Da, ich habe dich doch gerade gesehen hier irgendwo. Ich wusste es doch. Dann müsste man sich dann nicht das Nachladeteil mitnehmen und hätte einen Platz mehr für zum Beispiel das Nachladen für die Granaten. Also das ist schon mal ein großer Vorteil an dieser Waffe, eben diese riesige Magazinkapazität. Oh oh. Auf geht's, geh weg mit deinen Granaten. Ich wusste, du wirfst mich wieder mit deinem Schneeball ab und der explodiert in meinem Gesicht, dieser Schneeball. Und dann dieser fette Rauch. Ich meine, ich weiß nicht, welche Schneeballschlachten die Entwickler von Brickforce so machen, aber ich schaff's da nicht, so einen fetten Schneerauch zu erzeugen. Von irgendeinem Haus ballert der vom anderen Team da die ganze Zeit die Gegner weg. Boah, aber es geht wirklich hier auf dieser Map sehr gut, muss ich sagen. Wow! Puh, den habe ich jetzt gar nicht kommen sehen. Wo ist er? Er ist noch immer da oben und genießt sein Leben da. Das gibt's ja wohl nicht. Ganz problemlos meint er hier. So, komm. Ah! Yes! Yes! Komm schon, ich habe doch genau ins Fenster reingetroffen. Oh, ein Boss für Rot ist aufgetaucht. Sind wir rot? Ah, das ist unser Boss. Den werdet ihr nicht besiegen. Komm, da kriegst du noch was in dein Fenster rein. Stirb! Hallo? Zwei Granaten so schön hineingetroffen. Wieso stirbt der Gute nicht? So, der blaue Boss. Bam, 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 bam. Wuhu! Oh, mit dem Score, das muss ich nochmal üben. Auf jeden Fall. Hier kann man sich sehr gut einen Score holen. Komm, zeig den Kopf, zeig den Kopf, zeig den Kopf, zeig den Kopf. Wieso treffe ich den nicht? Schweinchen, was machst du, Schweinchen? Du solltest nicht so viel zu Neujahr trinken. So, jetzt geht's ab, jetzt geht's ab. Komm, die letzten paar HP, komm, gib deinen Kopf wieder her. Nein, nein, oh mein Gott. 125 zu 123. Oh, der Weihnachtsmann will raufklettern. Mm-mm. Forget it. Forget it, sage ich da nur. Ist der jetzt da noch immer oben? Das kann mir doch keiner erklären, dass der jetzt... Ah, hier drüben. Da drüben. Da drüben bist du. Hier ist der Weihnachtsmann. Einen habe ich. Oder auch nicht. Und hier ist der nächste.
Hoppala. So, und ist der, bist du da noch immer oben? Ich schwör's dir, wenn der noch immer da oben ist. Ich knall ihn weg. Nein! Der ist da noch oben. Ich gehe jetzt auch in so ein Haus rein. So. Oh, das ist... Ah, ich dachte, das ist Glas und ich kann das zerschießen. So, hier. Ah, das ist auch kein Glas. Wo kann ich ihn hin? Hilfe! Der hat ihn da... Der ist da wirklich noch immer oben. Nein, der ist schon wieder da oben. Er hat wieder Rüstung. Also muss er gestorben sein. Oh, Hinterhalt, Hinterhalt. Oh, dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um. Nein, das ist nicht umgedreht. Da gehst du down. Bin ich der Einzige im Raum ohne Tokens? Keine Ahnung. Das weiß ich nicht, mein Guter. Da ist er noch immer. Die Position ist wirklich gut. Nein! Ich habe schon aufgehört zu schießen, weil ich seine Lebensenergie nicht mehr gesehen habe, weil ich dachte schon, er ist down. Komm, komm wieder her. Komm her. Der Spieler nervt. Der nervt wie nichts Gutes. Das ist ja wirklich unglaublich. So, jetzt nochmal mit den Granaten. Komm. Wieder genau rein. Na, endlich. So haben wir es gern. So, ich hoffe, wir gewinnen diese Runde. Es ist gleich zu Ende. 13 Punkte noch. Also 13 Gegner müssen wir noch abknallen. 11 Gegner noch. Beziehungsweise manche geben sogar mehr Punkte, wenn das größere Gegner sind. So, wo sind sie jetzt? Wieso schaffen die es auch, jeden wegzuknallen? Das muss mir mal jemand erklären. Obwohl wir die immer wegknallen. Oh, Granate! Nicht Granate! Jetzt kommt auch gleich wieder der Schneeball. Deshalb verziehe ich mich mal lieber. Oh, ich wusste es. Und schon wieder kommt er hier. Der Schneeball. Ja, so schön langsam sollte ich mal ein Fazit zur Schweinchenwaffe machen. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Also, mir gefällt sie. Ist auch nicht die beste. Aber doch eine solide Waffe. Sieht grenzgenial witzig aus, einfach nur. Und ist auf jeden Fall auf großen Maps, eben wie dieser auch, kann man da, wenn man ganz vorsichtig und immer nur einmal auf die Maustaste tippt, auch recht gut treffen. Jetzt habe ich mich da zu sehr auf Glumanda verlassen, dass der die Gegner killt. Jetzt ist es 147 zu 145. Oh mein Gott, jetzt haut er mir hier die Granaten hin. Als ob er Uri Geller ist und weiß, wohin ich laufe. Stirb doch endlich. Immer so knapp, dann kann er seinen Kopf wegziehen. Endlich, so. Letzter Punkt. Ich will dabei sein. Ich will dabei sein. Schilling will auch nochmal. Der ist rot, der ist rot. Komm, jetzt kommt gleich der blaue. Und dann gibt's Rambazamba. Runde zu Ende. Ich will, ich will, ich will. Ah! So, 151. Oh. Oh, jetzt ist es noch gar nicht zu Ende. Ach, da kommt dann nur der krasse Boss. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich dachte, es ist jetzt zu Ende. Ah. Alles klar, Herr Kommissar. Der Boss würde denen nämlich 20 Minuspunkte geben, wenn sie es nicht schaffen, ihn umzulegen. Aber diese Gegner haben viel zu wenig Lebenspunkte, ganz ehrlich. Viel zu wenig einfach nur. Die sehen geil aus irgendwie, die Typen. Die kann man ja so leicht umknallen. Vor allem kann man sich einfach verstecken. Okay, die haben doch recht viele Lebenspunkte. Wieso haben die vorhin? Ja, jetzt ist er down. Und er hat schon wieder einen Score gegeben. Das ist grenzenlos. Man muss wirklich noch ein bisschen, ich glaube, deshalb ist dieser Modus vielleicht nicht so beliebt, muss man noch ein bisschen tüfteln und den Gegnern zumindest mehr Lebenspunkte geben oder irgendwas, dass es nicht nur darum geht, sich gegenseitig zu killen, weil im Prinzip ist das, was man... Ey, schon wieder da oben. Das ist ja wohl unglaublich. Im Prinzip ist das, was man hier am meisten macht, sich gegenseitig umlegen. Komm jetzt, verzieh dich. Verzieh dich doch. Nein, viel zu hoch. Das ging sogar drüber. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und jetzt drunter, natürlich. Und jetzt hat er sich selbst in die Luft gesprengt mit den Granaten. Vorher habe ich die so schön reingetroffen und das jetzt war eher ein Fail-O-Matic. Oh, da geht es ja gar nicht rein. Dann nicht. Wenn nicht, dann nicht. Aber Score, egal. Ich kümmere mich lieber um die Leute hier. Das muss doch zu schaffen sein, dass die nicht alle Gegner da wegknallen. Aber die haben so einen weiten Weg. Jetzt suche ich noch so gegen Ende. Wo müssten die denn überhaupt hinfliegen? Das weiß man ja auch nicht. Die müssen nämlich in irgendein... Oh! Anderes Portal nämlich rein. Dass es diesen Minuspunkt erst gibt. Aber keine Ahnung, wo dieses Portal hier auf dieser Map ist. Es wird sich wahrscheinlich nicht ausgehen, das noch zu sehen.
Außer ich bewache diese Biene jetzt. Biene, ich bin dein persönlicher Bodyguard. Oh, jetzt habe ich alle drei. Jetzt habe ich alle drei. Für wen entscheide ich mich zuerst? Oh, alle drei, das kann ich nicht schaffen. Was soll denn das? Schade, nicht mehr herausgefunden, wo diese Biene... Doch, sie fliegt da um die Ecke. Lass sie am Leben. Jetzt hat er sie gekillt. Die haben eindeutig zu wenig Lebenspunkte, diese Bienen. Aber es ist schon wieder so ein Boss da. Intruder, Exitwert 5. Ist jetzt nicht so viel und der hat kaum Leben. Kaum Leben. Ist das einer von uns? Nein. Also Defense auf jeden Fall auch ein cooler Spielmodus, der noch verbesserungswürdig ist. Oder man muss die Map darauf anpassen. Und richtig nur eine Defense-Map bauen. Also die wirklich genau darauf ausgelegt ist. Das wäre auch noch was. Aber so wie es jetzt ist, der knallt dieses Teil da weg. Problemlos. Problemlos. Oh, komm jetzt. Jetzt musst du doch mal meine Granaten auch nehmen. Jetzt musste ich nicht vorne oder hinten. Links, rechts, geradeaus. Diese Granaten, ja, Battlebird sagt es. Die Schneeballgranaten, die sind nicht von schlechten Schneemännern. Das sind wirklich die eisigsten Schneebälle jenseits des Atlantis. War da noch einer? So, wo war der jetzt? Probiere ich es auch nochmal mit den Granaten. Ein bisschen hier so, ein bisschen da so, ein bisschen hier. Der Weihnachtsmann ist auch dabei. Und wie ist der da eigentlich raufgekommen? Das habe ich jetzt auch nicht geschafft mehr. Oh, hier, hier, hier ist er, hier ist er, hier ist er. Hier bist du. Hier bist du. Jetzt war es zu Ende. Ja, 30 zu 29. Also ich glaube, es ist irgendwie... 3900 Erfahrungspunkte. Ist das krass. Also wenn man sich da wirklich hinstellt und hinten bleibt und sich wirklich nur um diese Bienen kümmert. Alter Schwede, 3900 Erfahrung. Ja, nicht schlecht. Also Defense kann man öfter machen. Hat zwar auch, okay, das hat jetzt 20 Minuten gedauert, diese Runde. Ist auch recht lang, aber 3900 Erfahrungspunkte sind nicht wenig. Da levelt man sich ja schnell hoch. Ja, hat sich gelohnt. Werde ich jetzt nicht so oft spielen, aber so ab und zu auch mal Defense und Diffusion und kann man alles mal wieder spielen. Vielleicht Capture the Flag, wer weiß, was dem Schilling als nächstes wieder einfällt. Tschüss, Schweinchen-Babe!